Hi Vanessa. Hallo. Was studierst du und in welchem Semester bist du? Ich studiere Management and Engineering im ersten Semester im Master. Du machst Gehörlosen-Futsal. Was ist das denn genau? Futsal ist quasi Hallenfußball, aber insbesondere nochmal mit besonderen Regeln. Der Ball ist etwas kleiner und schwerer. Es wird viel mehr darauf geachtet, dass es keine Fouls gibt. Und ja, es ist einfach mehr auf Technik. Das Besondere bei dem gehörlosen Futsal ist, dass wir unsere Hilfsmittel nicht tragen dürfen, also unsere Cochlea-Implantate oder Hörgeräte, und wir im Endeffekt alle auf dem Feld nichts hören. Welche Gebärde sollte jeder kennen und was bedeutet sie? Ganz wichtig ist auf jeden Fall diese Gebärde, und das bedeutet Dankeschön. Wie lassen sich denn Training und solche wichtigen Spiele wie so ein WM-Club mit dem Studium vereinbaren? Ganz wichtig ist erstmal beim Studiengangsleiter das anzusprechen und dann gemeinsam einen gewissen Fahrplan zu erstellen und das Training. Wir bekommen jeweils einen Trainingsplan, wir sind dann in der Hinsicht flexibel, wann wir welches Training dann ausführen. Wow!